tolle Sache. Herzlich willkommen zu meinem Kurs Programmieren mit Python. Weiterhin mein Name ist Frederik Reitz und wir machen mal wieder dort weiter, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Wir waren dabei, uns ein Tastenprogrammieren, auf der ein Bild zu sehen ist. Und ihr erinnert euch mit Sicherheit daran, das hatte noch zwei sehr unschöne Eigenschaften. Kurs Programmieren mit Python. Gehe jetzt gleich nochmal rein. Die eine, die hat sich mittlerweile behoben. Video. Ich habe Pygame heruntergeladen. Und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr das dann, das zeige ich euch auch gleich, so bei Python unterbringt. Man das Programm unterbringen ist vielleicht sogar also hier seht ihr unser Feld mit den verschiedenen Tasten. Wir können das und hier unten direkt haben wir diesen den grünen Umweg, den wir gehen müssen. Ist allerdings diesen auch grünen Haken kompliziert. Grüne Häkchen so. Mit weißem Hintergrund wir und die ganze Taste ist rot, wenn ich draufklicke. Das werden wir uns gleich noch umändern müssen. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass wir das Bild nicht haben erscheinen lassen, wenn die Taste gedrückt worden ist. Und bei den Programmen gucke ich jetzt nach das weiß, das zeige ich euch gleich, wie wir das wegkriegen. Wundert euch bitte nicht. Und jetzt hatten wir beim letzten Mal hier auf dem in dem Bildchen von diesem grünen Haken und dann da hatten wir noch so komische Streifen drin. Und ich habe einige Bilder bearbeitet. Das ist unser ganz gutes Bildbearbeitungsprogramm. Und habe dann auf dann immer ganz zufriedenstellend diese komischen Streifen wegbekommen. Das wollte ich euch eigentlich zeigen. Jetzt habe ich was ganz Blödes gemacht. Und zwar bin ich einfach in meinen den Unterordner, den ihr jetzt noch nicht sehen solltet, ist Pygame. Moment. Und in meinen Ordner reingegangen, wo ich die Bildchen drin habe. Anlegen, um noch auch an dem Download, was wir gemacht haben, an dem Download hier von Pygame einige Veränderungen vorzunehmen. Ja, ich habe die Bilder ja dort reingetan, wo ich auch mein hier auf das Programm drin habe, damit ich nicht da irgendwie so ellenlange ganz nach unten Zeilen eingeben muss, wo der sich das Bild herholen muss. Dann kann ich nämlich einfach nur sagen, hol dir check.png, das ist ein auf kleines Neuchen mit dem Haken dort. Und jetzt habe ich gedacht, naja, ich kann euch nicht sagen, ihr braucht jetzt dieses oder jenes, um das zu bearbeiten, auf also neu Photoshop gehen zum Beispiel, dort dann sondern ich zeige euch das mal ganz, ganz einfach mit einem neuer Ordner, ganz einfachen Bildbearbeitungsprogramm. Ich kann das Bildschirm gar nicht so gut zeigen. Und dann bin ich wenn da rechts ihr Klick auf Pygame ein, das also das, PMG, was ich hier gemacht habe, da bin ich draufgegangen. Ich muss das jetzt mal dann findet ihr hier irgendwo öffnen mit neuen Ordner. Und dann habe ich gedacht, zeige ich euch das mal mit Microsoft Paint. Das hat eigentlich jeder Computer. So, und jetzt habe ich hier mein Bildchen. Jetzt habe ich das größer bestellt und habe festgestellt, da ist überhaupt nichts drin, was man auslöschen könnte. Warum gibt es dazu schwarze Streifen drin? So, dann bin ich hier. Hier unten hatten wir einen Streifen, hier oben hatten wir einen Streifen. Jetzt bin ich mal mit dem Radierer hier oben drüber gegangen und habe gesagt, so mal gucken, vielleicht lösche ich ja irgendwas. Dann habe ich das Ganze abgespeichert. Dann fügen wir den hier auf dieser Seite, also bin hier auf Datei gegangen, auf Speichern ein. Habe also gar nichts anderes gemacht, als nur ein bisschen rumradiert in den weißen Stellen. Das will er jetzt gerade bei mir nicht. Habe es geschlossen und habe mein Programm wieder laufen lassen. Und siehe da, tatsächlich war auch der grüne Streifen oder dieser Streifen hier unten war plötzlich weg. Am Ende des letzten Videos darauf hingewiesen, habe ich ein bisschen rumgeforscht zwischenzeitlich und das kann sein, und, dass diese PNG nicht ganz sauber markieren und konvertiert worden ist oder dass das aus einer Quelle stammt, wo das nicht sauber aufgespielt worden ist und dass dann Pygame selber beim Laden der diese Datei nicht ganz sauberen Zusatz. Bildpunkte wir müssen als schwarz Zusatz interpretiert. Und indem man jetzt das nochmal in ein anderes Programm lädt, das nochmal einfach nur abspeichert, muss gar nichts zu Geheimnis rumradieren und gar nichts, sondern einfach nochmal neu abspeichern, verschwindet diese unsaubere Codierung. Ihr werdet sehen, und plötzlich sind dann auch diese schwarzen Striche weg. Ich habe das bei anderen Sachen auch probiert, dann funktioniert das auch super gut. Einen Entpacker, der nennt und also, falls ihr solche komischen Sachen in euren Bildern habt, und ihr so sagt, wo kommen die her? Einfach laden im Programm, was ihr auf dem Computer habt. Also Microsoft Paint ist das anscheinend hervorragend geeignet.
und nochmal abspeichern. Das nutze ich. Ob es jetzt besser aussieht. Und ihr könnt natürlich auch wunderbare Sache. Gut, das ist das eine. Also einfach nochmal die Bilder laden und abspeichern. Auf jeden Fall sollte und das andere, Ende, das zeige ich euch jetzt, mit dem das hatten wir nämlich das letzte Mal schon gemacht. Drei Ordner wir hatten in unserer Klasse Pygame, dann Pygame. Moment, und das ist auch ein bisschen zwischendrin. In unserer Klasse Data und ein Pygame mit ein bisschen zwischendrin. Runtergehen zu unserem Diskinfo. Und das ist ganz wichtig. So, wir gehen jetzt als allererstes in Data hinein und in die Headers. Und hier habt ihr eine ganze Moment. Menge Dateien, noch nicht umgeändert, was ich die mit Punkt H enden. Klasse. B-Knopf. Und genau, hier hinten das steht, hatte ich vergessen, jetzt war ich etwas irritiert. Header-Datei. Ja, also aufpassen. Bevor wir jetzt irgendetwas machen, gehen wir wieder in der Klasse Python hinein. Knopf, B-Knopf, etwas hatten weiter wir ja die Funktion B-Load. Wir hier den geschrieben. Unterordner, den und da hatte ich euch schon hier einen zweiten Übergabeparameter reingegeben, nämlich Farb unterstrichen so. Key. Und bei Include habt und ihr den jetzt, seht ihr schreiben wir jetzt nochmal hier rein. Oben einen oder benutzen wir jetzt. Pygame. Und zwar kann den ich habt ihr bei eine euch Farbe nicht. Aus diesem Bild, müsst also auch kann hier ich einen unsichtbar Ordner anlegen, sozusagen also für das auf den Bildschirm bringen, löschen. Feld rein. Und klicken, das mache ich mit dem Menü, dann geht ihr ganz nach unten mit zu dem, neu und erschafft hier Befehl einen Ordner und den nennt ihr unterstrich Color Key. So. Und das sieht dann bei uns so aus, ich muss auch also jetzt auch sagen, sofort. Das muss beim Bild selber geschehen. Pygame. Und auf so Headers. Jetzt setze ich hier erstmal eine eckige Klammer String leer rein. Ich erkläre euch gleich, warum markiere das so ich ist. Alle String und A, das ist der Befehl wir haben für das Markieren. Jetzt müssen wir alle blau unterlegt sein. Moment, jetzt nehmen wir es nochmal raus. Kopieren hier oben haben wir das auch noch nicht gemacht. String. Ich erkläre euch C gleich, was wir damit machen. Also das Self und dann Bild gehe ich wieder in meinen neu angelegten Ordner von Pygame hinein. Und was wir mit Pygame runtergeladen und haben, v. Und da kann ich jetzt das steht auch für Pygame-Befehle hinten dran und dann setzen. Werden alle diese Header-Dateien Color hier unter Key Include eingefügt. Schreibe ich dahinter und da setze ich jetzt einfach Farb. Jetzt haben wir eigentlich schon drei Viertel Key von dem hinein geschafft, was wir schaffen wollten. Wir haben und das war es eigentlich das auch schon. Programm umbenannt. Und der wir löscht haben jetzt entpackt. Wir haben eine Farbe. Da setze ich dann natürlich, Stelle, wenn ich B-Load aufrufe, setze ich dann jetzt weiß hinein bei meinem Checker die Unterdatei, also bei diesem Lib grünen Häkchen. Lib wird groß so, geschrieben, wir jetzt ohne mal, S, ob ich das in meinem Hauptprogramm S gemacht habe. Zu unterscheiden habe von der Unterdatei, die mit S geschrieben wird und mit so kleinem es L. Genau, hier wir unten haben wir es. Und hier so sehen wir eine ganze B-Load Menge Dateien. Und dann laden wir das grüne Häkchen. Und jetzt habe ich hier schwarz drin stehen. Ich muss aber weiß haben, also setze ich die ganzen Werte auf 255. Speichere es ab und hier und lasse es mal laufen. Gehen wir jetzt nochmal in unseren Pygame-Ordner rein. So, und wie jetzt ihr jetzt seht, alle drei ist das Ganze, naja, nicht ganz sauber Ordner ausgerandet. Aber es sieht zumindest besser aus. Vielleicht sollten wir eine andere Hintergrundfarbe nehmen. Drücke ich und String wie ihr hier C, jetzt also seht, ist zum Beispiel der Schatten weiß geworden. Das ist nicht optimal. Kopieren. Mit Sicherheit nicht, aber hier nach oben, sag mal so, es ist jetzt im Moment das Beste, was wir kriegen können. Füge dort damit müssen wir dann wohl leben. Pygame-Ordner gut ein. Und das ist das eine, was wir machen wollten. Jetzt, und jetzt läuft gehen wir nochmal in unsere Programmbibliothek Knopf ich zurück, falls ihr Probleme und sagen, gut, okay. Dann schreibt unten in die Kommentare. Ich möchte jetzt das Bild erstmal aus euch fehlt. Ihr könnt aber, bevor ihr das macht, bevor ihr sagt, ich weiß ja gar nicht, wie haben, ich das wenn machen soll, das ich das überprüfe, wenn der Knopf angedrückt jetzt noch worden ist oder gedrückt so worden ist. Ihr das heißt, öffnet ich jetzt ziehe mir hier einfach dieses die Befehlszeile, mit der ich das Bild auf den Bildschirm so bringe, die ziehe ich mir jetzt erstmal hier und ihr öffnet jetzt raus Python mit 3.5 Ctrl C, also ich kopiere das und dann gehe ich hier hinten in meinen Knopf an und schiebe euch das Befehl rein jetzt und setze das Ganze dort rein. Feld. Also im Prinzip ein
simples Copy and Paste. Und hier habe ich jetzt die Shell, was das so, genau ist. Das jetzt müsste ich das auch Video sehen, klären. Aber ich kann hier mal eintippen im Port. Immer ein bisschen schwierig. PyGame. Und im Port PyGame heißt einfach. Jetzt müsste ich den, das grüne Häkchen wähle auch sehen, wenn Modul aus und füge den Knopf dessen Befehle zu den allgemeinen Befehlen dazu. So, wenn. Jetzt, ach so, genau. Ich muss wieder ins Hauptprogramm da jetzt reingehen. Eine wenn man die Klassenbibliothek laufen lässt, dann macht ihr im Prinzip gar nichts, weil dann es dort kein Hauptprogramm drin und begeben und müssen gucken, was haben wir falsch gemacht. Also ich habe so, bei mir taucht keine Fehlermeldung auf und das jetzt, jetzt hier gar sehen nichts wir großartiges passiert. Das ist eigentlich ein Zeichen für Hoffnung. Man sollte das die Farben ändern. Das ist jetzt ganz hässlich. Interpreter hier, oder diese Shell, die akzeptiert PyGame als zusätzliches Modul. Und wir können jetzt auch auf die Befehle zurückgreifen. Das machen wir jetzt mal so ein bisschen angenehmer. Können wir natürlich nicht, weil die wichtigen Befehle müssen in einem extra Grafikfenster gezeichnet werden. An jedenfalls ist das Color, gut, dass wir hier das umstandslos akzeptiert bekommen. Farbe. Und dann können wir beim nächsten Mal auch richtig anfangen mit dem Programmieren. So. Ich hoffe, euch hat dieser Kurs gefallen. Ich hoffe, ihr seid mitgekommen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, stellt sie. Schreibt in die Kommentare hinein. Ich werde versuchen, das soweit es geht zu lösen. Und da würde ich sagen, und nehmen wir jetzt mal so einen gegebenenfalls relativ auch an jemanden verweisen, der schon langjährige Orange und profunde Programmiererfahrung hat. Wenn euch das Video gefallen erinnert hat, euch auch noch da dran. Daumen klicken. Falls ihr sagt, ich kann zwei Farben hier mischen. Und wenn ich die dritte Farbe unbedingt also Python programmieren lerne, dann abonniert mich. Hochsetze und ihr bekommt immer gelb, neues rot erscheint, und grün. Eine E-Mail. Ein bis gelb. Dahin wünsche ich euch erstmal. Und schön, dann, wenn ich hier noch das Blau hochsetze, dann wird das Ganze blass. Mit das müsste jetzt schon blasses Gelb geben. Das will ich natürlich nicht haben. Ich nehme mal ein herzlich mal, willkommen dass ich das so in Richtung Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz und ich führe euch durch diesen Kurs. Also in dieser Folge schauen wir uns genauer an, was Variablen sind. Und Variablen sind die Ausfarbe und da möchte ich jetzt ein blasses Gelb haben. Das ganz Grundlegende von der Programmierkunst. Farbe. Und wir werden ganz viel damit zu tun haben. Das heißt, wenn ihr jetzt in diesem Kurs oder in dieser Folge noch nicht immer so ganz sicher seid, also was rot kann man mit Variablen anfangen, was kann man mit denen tun. Nun, das wird euch noch eine ganze Zeit lang grün gehen, höher, weil eben Variablen und dafür setze ich einsetzbar sind. Also nicht nur innerlich variabel, sondern auch äußerlich. Das müsst ihr jetzt und relativ das alles zu erfahren. So. Damit speichere das Ganze, überprüfe es nochmal, um so programmieren zu können. Ihr seht, das ist eine der wir haben ja so einen cremefarbenen Unterton. Jetzt fällt das Weiß auch eine gar nicht Variable mehr auf. Wir sehen hier Prinzip unten wieder einen schönen kleinen Schatten. Das ist schon mal ganz angenehm. Jetzt muss ich das mal ein bisschen. Und naja, also das Rosa, das für das an, das überdenken wir vielleicht dann nochmal. Das sieht nicht ganz so nett aus. Gut, aber auf jeden Fall besser als jetzt am Anfang mit diesen knalligen Farben. So. Und wir haben einen schönen Knopf programmiert. Wir haben die Umrandung weitestgehend weggemacht. Und und in ihr wisst jetzt auch, wie ihr so getan, kleine Fehlerchen auf dem Bild wegretuschieren könnt. Also mit Microsoft Paint, kann man mit diesem kleinen Paint-Programm, so, könnt ihr übrigens auch ganz eigene Knöpfe gestalten. Dort, drin liegt. Und das könnt ihr gerne und mal ausprobieren. Ihr könnt einfach ein anderer Programm, geht einfach in Microsoft ganz Paint anderes rein, hineingetan haben. Entwerft einen neuen Knopf und bringt den jetzt also einfach erstmal mal eine ganz in das Programm Sache. Rein auf den ich Bildschirm. Eine Art Box, das funktioniert die auch einen Namen. Super gut. Und da, ist und etwas da könnt drin. Ihr dann zum Beispiel so, auch schon wie das jetzt genau funktioniert, erstmal so ganz grundlegend Bäumchen und was auch immer euch dazu einfällt, der Shell an zu programmieren. Einfach um mal zu schauen, eine für später, wie man sich kleine Bilder entwirft, Namen die man haben, dann in Spielen aber es wird benutzen gerne gesehen, könnte. Wenn man diese Namen klein ich hoffe, ihr seid wieder etwas schlauer geworden. Wenn, ich also zum Beispiel wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt ihr bitte Namen einmal einen Daumen hoch. Und wir sehen habe, uns beim nächsten Mal wieder und werden die Funktionalität von unserem kleinen Bildknopf noch ein bisschen gesehen, erweitern. Falsch, bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit.